Android-Autoradios bieten eine Vielzahl von Funktionen, die über das hinausgehen, was traditionelle Autoradios bieten. Einschließlich der Möglichkeit, Apps zu verwenden, Navigation zu nutzen, Musik zu streamen und vieles mehr. Diese Autoradios sind im Wesentlichen wie ein Tablet mit Android-Betriebssystem, das im eigenen Auto integriert ist. In diesem Video wollen wir uns deshalb die drei besten Android-Autoradios von drei verschiedenen Herstellern und auch aus drei unterschiedlichen Preisklassen anschauen, sodass hier auf jeden Fall was Passendes für dich und dein Auto dabei sein sollte. Bleib bis zum Schluss dran, um alle Modelle kennenzulernen und schau nach dem Video auch gerne mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Dort haben wir alle Modelle nämlich mit dem tagesaktuellen Preis verlinkt, sodass du dich dort noch weiter informieren und deinen Favoriten sofort bestellen kannst. Aus der Einsteigerklasse möchten wir dir ansonsten nun das Android Autoradio von Liro DAS vorstellen. Das Liro DAS Modell ist ein 7 Zoll Android Display Radio mit unterschiedlichsten Funktionen. Erst einmal ist das Android Betriebssystem installiert, wodurch man hier Zugang zu unterschiedlichsten Apps hat, beispielsweise zu Google Maps, Spotify, YouTube und so weiter. Auch ist dieses Radio mit einer smarten Wi-Fi-Funktion ausgestattet, die es ermöglicht, sich mit einem Handy zu verbinden, um das Surfen im Internet jederzeit und überall genießen zu können. Auch kann man über die Bluetooth-Funktion Musik von seinem Smartphone aus streamen, aber auch wahlweise Telefonate führen und das Radio als Freisprechanlage nutzen. Dieses Android-Autoradio ist für die meisten Autos geeignet. Mit 7 Zoll hat es das kleinste Display im Vergleich, welches aber ausreichen sollte, um die wichtigsten Apps anzusteuern und auf die smarten Funktionen wie die Navigation, Musikstreaming oder auch YouTube zugreifen zu können. Auch eine Splitscreen-Ansicht ist möglich, dass man beispielsweise auf der einen Seite YouTube anhaben und auf der anderen Seite Google Maps aktivieren kann. Alles weitere zu den Abmessungen der Installation, dem aktuellen Preis und was die Kunden zu diesem Modell der Einsteigerklasse sagen, erfährst du nun über den ersten Link in der Videobeschreibung. Bleib aber auch unbedingt noch dran, denn zwei weitere sehr starke Modelle möchten wir dir noch vorstellen. Aus der zweiten Preisklasse und für uns der absolute Preis-Leistungssieger möchten wir das Urfolex vorstellen. Das Urfolex Android Autoradio kommt mit 10,1 Zoll großem Touch-Display sowie dem Android 13 Betriebssystem. Durch dieses hat man Zugriff auf unzählige Apps über den Google Play Store. Zugreifen kann man auf Dienste wie Google Maps, Instagram, YouTube, Netflix, Spotify und sämtliche andere Streamingdienste und smarte Apps. Die Kombination mit dem Android 13 Betriebssystem, einem 8-Kern-Prozessor, sorgt für eine starke Verarbeitung und Geschwindigkeit. Der intelligente Zugang zum Internet wird durch drei optionale Möglichkeiten, Wi-Fi, 4G-SIM-Karte und USB ermöglicht und zusätzlich ist das Modell mit einer 7-Farben-LED-Tastenbeleuchtung ausgestattet. Auch weitere Funktionen wie verschiedene Betriebssystemdesigns, ein Tag-Nacht-Modus oder eine optionale Mehrfachanzeige sind hier möglich. Neben der Sprachsteuerung kann man das Modell auch mit den Tasten am Lenkrad bedienen, um Anrufe entgegenzunehmen, Musik abzuspielen oder die Lautstärke anzupassen. Der Bildschirm ist neigbar und sorgt so für den immer perfekten Blickwinkel und auch wird das Modell gleich mit einer Rückfahrkamera geliefert, die man mit dem Autoradio verbinden kann. Und zudem ist das Modell noch zu einem sehr fairen Preis erhältlich. Hier gibt es sogar aktuell einen 50€ Rabattcoupon, den man an der Kasse einlösen kann. Also insgesamt einfach ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn du das auch so siehst und dich zum Modell von Urvolex weiter informieren möchtest, schau jetzt gerne mal über den zweiten Link in der Beschreibung vorbei. Und bleib auch noch dran, um als drittes und letztes das beste Premium-Modell in diesem Vergleich kennenzulernen. Es handelt sich um das 9 Zoll Touchscreen Autoradio von Sony. Dieses Android Autoradio verfügt über ein sehr modernes und schickes Design sowie viele nützliche Funktionen. Erst einmal ist natürlich das Android Auto Betriebssystem raufgespielt, auch lässt sich das Modell aber mit Apple CarPlay verwenden. Egal also, ob man ein Android oder Apple Gerät hat oder welches Betriebsinterface man bevorzugt, das Sony Autoradio kann bei allen Ansprüchen behilflich sein. Dank seines 1-DIN-Formats passt das Gerät auch in Fahrzeuge mit kleinerem Armaturenbrett, ohne auf einen großen Bildschirm verzichten zu müssen. Das Besondere an diesem Modell ist unter anderem auch die starke Soundleistung. Das Modell ist mit einem 4-Kanal-Verstärker ausgestattet, bietet eine starke Konnektivität. Neben Apple CarPlay und Android Auto unterstützt es auch Bluetooth 3.0, hat eine USB-Schnittstelle und ist auch für die Wiedergabe von Audioformaten wie MP3, WMA, AAC und WAV geeignet. Es besitzt einen DAB-Plus-Tuner für eine starke Radioqualität.
Eine entsprechende Antenne ist im Lieferumfang enthalten und auch hat das Modell eine Rückfahrkamera-Unterstützung. Geeignet ist das Modell für Musikliebhaber, die eine leistungsstarke Audioausgabe wünschen, für Fahrzeuge mit begrenztem Platz und Fahrer, die ein modernes Infotainment-System mit maximaler Flexibilität wünschen. Denn wie gesagt, ist es sowohl mit Android Auto als auch Apple AirPlay kompatibel und so für alle Ansprüche geeignet. Über den dritten Link in der Videobeschreibung kannst du dich zu diesem Premium-Modell noch weiter informieren oder das Sony Android Autoradio dort auch direkt bestellen.